Jö, wie nehmen wir mal eine neue Tagesaufgabe. Swink. Da geht's lang. Oh, gleich nicht. Ah, kein guter Anfang. Kein guter Anfang. Ja, Seile sind immer schön, aber Bomben sind viel wichtiger. Plantine höre ich noch keine. Oh, noch eine Kiste. Zing. Ja, ein bisschen Gold. Na gut. Ux. Immer noch keine Doline. Ich brauche unbedingt ein Leben. Sonst können wir das jetzt schon knicken. Komme ich da dran vorbei? Ja. Nein, komm. Nicht gut. Das ist aber jetzt kein Schlangending, ne? Nee. Also über die 10.000 sind wir schon mal rüber. Wir haben nur noch ein Herz. Nicht wieder im ersten Level sterben. Das ist ganz und gar nicht gut. Und nirgendwo eine Blondine. Auch kein Hilfeschreien, kein gar nichts. Also ja, es sind schön viele Kisten und Truhen da, aber das bringt uns nichts. Also nicht wirklich, wenn wir gleich sterben. Oh, nicht Bomb. Komm, nicht. Geh weg, du Spinne. Ich will wenigstens noch ein bisschen Gold mitnehmen. Vielleicht kommen wir so auf die 20.000 und damit sind wir immer noch in den Top 5 oder so. Oh! Ich habe nur auf die Blondine geguckt. Genau da schreit sie um Hilfe. Nicht die doofe Pfeilfalle gesehen. Meh. 17.000. Na, mal gucken, wo wir da in der Highschool landen. So, 17.000 müssen wir knacken. Das dürfte ja nicht allzu schwer werden. Hm, wir nehmen aber passenderweise mal wieder ihn hier. Sonst könnte es zu starken Verwechslungen kommen zwischen den Spielen. Sind ja sonst so ähnlich. Nee, jetzt ernsthaft. Also, ich dachte mir, es wäre mal ganz lustig, zwischendurch das alte Spelunky zu zeigen. Ich glaube, das gibt es in der Form auch noch. Also sogar kostenlos. Nur dieses ganze HD-Schnickschnack und die ganzen Extras und Schiefen und so weiter, das kostet halt was. Du kommst noch mit. Also, wenn ihr einfach mal reinschnuppern wollt, einfach mal ein bisschen googeln und gucken. Falls es doch keine kostenlose Version geben sollte, bitte hier in den Kommentaren schreiben, dann verbreite ich nicht weiter viel Informationen. So. Das ist eine Sache, die mir in dem neuen, in Anführungszeichen, Spelunky besser gefällt. Das mit der Peitsche. Vorher war das eine ganz schöne Friemelarbeit, damit einigermaßen zu treffen. Und auch das Switchen zwischen Seil und Bombe. Da gab es vorher keine wirklich festen Tasten für, sondern man musste eine Wechseltaste drücken. Und je nachdem, welche Sache man in der Hand hat, hat man die aktiviert. Was andauernd zur Verwechslung geführt haben. Wie eben gerade bei mir auch. So. Auch hier keine Blondine. Nicht schön. Aber ich glaube, ich habe so viel rumgesabbelt zwischendurch. Wenn ich jetzt wieder nach oben gehe, kommt der Geist. Also verschwinden wir einfach. Raus. Über 10.000. Schon mal weitergekommen als beim anderen Spiel. Aber das war wahrscheinlich primär wegen der Steuerung. Bin ich absolut nicht mehr gewöhnt mit Tastatur. Nur eine Truhe. Zing. Oh, Kletterhandschuhe. Die werden sofort gekauft. Nur ganz kurz gucken, ob hier rechts irgendwas ist, was wir unbedingt haben sollten. Nö, nur noch ein Steinblock. Okay. Und direkt daneben. Ein Götze. Auch nicht schlecht. So, ich glaube, warte mal, wir holen erst dich. Und dich. Dann holen wir uns das ganze Gold hier. So. Ich würde gerne hoch. Genau, das ganze Gold hier. Und dann holen wir uns auch noch die Stachelschuhe. Weil die waren ja doch irre praktisch. Also bei dem Eislevel letztens. Komme ich jetzt überhaupt zurück? Nein, komme ich nicht. Dann muss ein Seil drauf gehen. Also bei dem Eislevel, diesen einen Boss-Gegner, den wir da hatten, den hätten wir auch nicht besiegen können, hätten wir nicht die Stachelschuhe gehabt, glaube ich. Also ja.
Heißt, wir haben seinen Shop leer gekauft, bis auf die Brille. Die Brille habe ich nicht geholt, weil jemand meinte, dass das nur für ein Level gilt. Also, dass man in der Wand irgendwas sehen kann. Im Gegensatz zu dem Auge des Horus, was wohl immer gilt. So, ich habe Hilferuf gehört. Da. Okay, komme ich hin. Kein Problem. Aber erstmal Gold. So. Hallo Spinne. Zing. Und noch eine Truhe. Erstmal Truhe. So. Ausgang. Haben wir ihn schon gefunden gehabt? Ich glaube nicht. Hier. Zing. Ja, doch. Also abgesehen davon, dass wir im ersten Level keine Blondine gefunden haben, ist das ein echt guter Start. Also gerade wegen den Sprungstiefeln und den Kletterhandschuhen. Weil dadurch kommen wir jetzt fast überall hin. Und auch schneller wieder zurück. Nee, das habe ich mir abgewöhnt. Es macht zwar Spaß, vor dem rollenden Stein wegzulaufen, aber es lohnt einfach nicht. Weil er immer irgendjemanden trifft. So, wir haben 9000. Dafür können wir uns keine Bombenbox kaufen. Davon können wir uns eine Bombenbox kaufen. Oder auch nicht. 400 Gold fehlen. Du willst doch geradezu, dass ich den Götzen da hinten hole, oder? Und da unten waren Stacheln, richtig? Nee, nicht ganz. Zeugen. Zeugen. Da ist eine Goldmünze. Aber wenn ich das Sprengdings da verschiebe, dann ist bestimmt gleich alles vorbei. Oh, Spinne. Komm schon, ich will nur eine verdammte Münze haben. Dann gehe ich wieder nach... Ich bin schon davor weggelaufen. Der hat doch fast keinen Schwung mehr, der Pfeil. Das war nicht schön. Das war ein richtig geiler Run. Also ja, keine Blondine im ersten Level, aber ist egal. Sprungstiefel, Kletterhandschuhe, wir hätten uns eine Bombenkiste gekauft. Seile wären egal gewesen, weil wir halt Sprungstiefel und Kletterhandschuhe haben. Dann wären wir richtig, richtig gut ausgerüstet gewesen. Und wir haben in dem anderen Spiel mehr Gold gemacht als hier. Da hatten wir nämlich 17.100. Und so bin ich auf dem letzten Platz gelandet. Das ist echt nicht schön. Na gut, machen wir einfach nochmal ein normales Spiel. Nicht Tagesaufgabe, Abenteuer. Und weil wir es können, essen wir wieder mit unserem Glücksbringer und wir gehen gleich in die Eiswelt. Einfach nur, weil ich da jetzt ein bisschen rumspionieren will, was es da noch so Schönes gibt. Weil dieses Alien-Tentakel-Blasenschmeiß-Ding war schon eine ganz schöne Überraschung. Ich hätte davon gerne nicht ganz so viele, vor allem nicht in der... Ach Mist, wir müssen ja noch... Also ja, von den Überraschungen hätte ich nicht gerne ganz so viele. Und wir müssen erst nochmal den Tunnelmann was in die Hand drücken. Bevor wir... Was zur Hölle ist da unten? Da! Bevor wir wirklich in die Eiswelt runtergehen können. Den musste man ja zwei, dreimal bestechen. So, du kommst mit. Überlebst hoffentlich. Ja. Wie kriege ich dich hier raus und trotzdem den Eingang, Ausgang finden? Oh, das war keine so gute Idee. Also, wir müssen auf jeden Fall nach unten. Und da unten geht's nicht weiter. Nee, ich glaube, heute will Spelunky nicht. Weder im neuen noch im alten. Wir geben jetzt nochmal Bomben aus, um hoffentlich noch weiter runterzukommen. Und da ist hoffentlich der Ausgang. Also, Blondine zuerst. Dann Licht und wir. Tut mir leid.
Eine Bombe haben wir noch. So, komm mit. Eigentlich wollte ich die Blondine nehmen. Und hier ist kein Ausgang. Na. Okay. Es soll einfach nicht sein, glaube ich, heute. Aber, lustiges Detail eben beim Sterben. Wir sind mit Fackel in die Pflanze rein, weil sie uns aufgefressen hat. Wir sind gestorben. Die Fackel hat anscheinend in der Pflanze überlebt und hat dann von innen die Pflanze getötet. Sachen geht's. Aber na gut, wir sehen uns morgen wieder und hoffentlich läuft es dann ein bisschen flüssiger. Also bis denne.